von oben auf das eigene Leben schauen, um verstummte Töne wieder zum Klingen zu bringen. Tagträumer? Immer mehr Menschen verlassen für eine Weile ihren Alltagstrott und suchen ausgerechnet dort nach Selbstverwirklichung, wo das Leben besonders hart sein kann. Auf Hütten und Almen in den Hochalpen. Auf geht's. Einen Sommer begleiten wir drei Menschen, die sich eine Auszeit in den Bergen nehmen. Weiter geht's. Vorwärts. Vorwärts. Juliane, die Hebamme aus Berlin, ist Alpenneueinsteigerin. Zwischen Melkstand und Tagweide hofft sie auf Einsichten für ihren weiteren Lebensweg. Ellie ist mit Hündin Joy schon das 9. Mal in Folge hoch oben. Und Hubert genießt seine ganz persönliche Auszeit alle 7 Jahre. Elfriede Reidingers Berufsalltag beginnt morgens um 5. Die Mutter eines erwachsenen Sohnes wohnt mit Hündin Joy in einem kleinen Dorf, nicht weit von Ulm. Seit 9 Jahren arbeitet sie in einer Großgärtnerei. Hubert Ilsanker, verheiratet und Vater zweier Kinder, wohnt im Berchtesgadener Land. Er ist seit 20 Jahren Angestellter in einer Schnapsbrennerei. Und in aller Herrgottsfrühe muss auch er los. Unser Alltag besteht überwiegend aus Wiederholungen. Ein Tag ist wie der andere. Oft geht es müde zur Arbeit. Dann gilt es, den Job irgendwie zu meistern, so gut es geht. Dazu die vielen Verpflichtungen. Kinder müssen großgezogen, das tägliche Brot verdient und die Raten abbezahlt werden. Elfriede Reinigers Arbeit ist anstrengend. In ihrer Verantwortung liegt die tägliche Zusammenstellung bestellter Ware. Termindruck ist die Regel, besonders zu Pflanzzeit in Frühjahr und Herbst. Wenn ich dann am Abend heimkomme, dann gehe ich gerade mit meinem Hund noch spazieren, mache mir was zum Essen und dann ist der Tag gelaufen. Dann muss ich mich auch ausruhen, denn dann brauche ich Reserven für den nächsten Tag, sonst packe ich die Woche nicht. Von Herbst bis Frühjahr ist Hubert Ilsanker der Mann für alles in einer Berchtesgadener Schnapsbrennerei. Er muss die Apfelanlage bestücken, Filter wechseln, Flaschendeckel und Etiketten nachladen, wenn nötig auch Maler- und Holzarbeiten erledigen. Da unten ist halt alles mit Stempeluhr und zeitlich alles abgegrenzt. Ist halt eine ganz gewöhnliche Arbeit wie in einer anderen Firma auch. Und oben am Berg, da macht man was Besonderes. 7. Juni. Diesen Tag hat Hubert herbeigesehnt. Wir sind unterwegs auf dem Königssee. Ein Forstarbeiter bringt Hubert ans andere Ufer. Vor ihm liegen 3 Monate Einsamkeit. 3 Monate ohne Familie, hoch oben im Nationalpark Berchtesgaden. Ich lasse jetzt eigentlich die Welt zurück. Das ist das letzte Motorengeräusch, was ich da höre jetzt. Ne? Dann gibt es das nicht mehr jetzt für ein paar Wochen. Ne? Und das ist das Schöne, dass ich eigentlich, wohin gehe jetzt, das, wo eigentlich wenig die Chance haben in unserer Gesellschaft, dass sie sich mal für ein paar Wochen von dem ganzen Klabauk verabschieden. Ne? Das ist schon genial. Aber die Hupsi, gell? Komm gut rauf. Ich hoffe. Wir müssen mal aufgekommen auf der Schnapszeit zu dir, gell?
Ich spann. Servus. Merci, servus. Ein Ausstieg auf Zeit, weit weg vom Alltag. Wer träumt nicht davon? Aber nur wenige tun es. Meist scheint das Netz von Abhängigkeiten und Verpflichtungen, das wir um uns gesponnen haben, viel zu eng geknüpft. Hubert hat Glück. Im Sommer ist er Deutschlands letzter Bergbrenner. Denn neben der modernen Schnapsfabrik im Tal unterhält seine Firma rund um den Königssee noch 4 historische Brennereien. Nach der Schneeschmelze wird eine von ihnen geöffnet und dann macht Hubert Schnaps. Nach stundenlangem Aufstieg ist der Fundensee erreicht, über 1600 Meter hoch. Am Fuße des steinernen Meeres ist Hubert der einzige Mensch weit und breit. Ja, wenn die Beeten gelüftet haben und alles trocken ist und der Ofen einmal warm ist, dann bist du erst richtig herum. Man hört sich ja, das ist eigentlich eine unappetitliche, klamme, kalte, verlassene Hütten. Und eine Hütte kommt erst zum Leben, wenn er mal eingeheizt ist. Und dann kommt sie bei uns an, diese Stille. Sie tritt an unsere Seite wie ein schönes fremdes Wesen, ungewohnt noch, aber lang vermisst. In der Früh wird es dann doch noch mal sehr laut. Der Hubschrauber fliegt an und bringt Werkzeug und Verpflegung für die nächsten 3 Monate. Dafür nimmt Hupsi, wie ihn seine Freunde nennen, einen letzten Krach gerne in Kauf. Jetzt wird es wieder ruhig in den Bergen. So wie es gehört, ne? Kaum ist der Hubschrauber weg, ist die wundervolle Stille zurück. In der Zeit, wo du herum bist, vergisst du die andere Welt da unten. Weitgehend. Ich meine, ich habe Familie, da denkt man dann schon oft dran. Und man hat außenrum nur die Natur und die Arbeit. Ich habe keine Anreise, ich brauche nicht ins Auto. Kein Telefon, total unerreichbar, Leben pur. Am Nachmittag geht Hubert los. Mal gucken, wie weit der Enzian dies Jahr schon raus ist. Wir aber müssen runter vom Berg und weiter in die Schweiz. In 2 Wochen wollen wir zurück sein und schauen, wie es Hupsi geht. Kanton Uri, Ende Juni. Hündin Joy hat es nicht mehr weit. Es geht hinauf auf den Foka-Pass und von dort direkt ins Wallis. Die Schweizer Bergwelt, für Elli ihr zweites Zuhause. Ja, Heimatgefühle, Sommergefühle, wunderbar, wunderbar. Und gestern habe ich meinen Garten noch fertig gemacht mit dem Gefühl, ja, ich gehe jetzt 3 Monate weg und komme dann wieder im Herbst und habe mich so gefreut, 3 Monate weg zu sein von Verkehr und Straße. Ich habe schön zu Hause, aber trotzdem freue ich mich, 3 Monate in der Schweiz auf der Alp verbringen zu können.
Uschis Ziel ist die Alpe Grimsel, gelegen auf 1900 Metern im Gomser Tal. 70 Kühe kommen diesen Sommer hinauf. Sie müssen von früh bis spät gehütet und zweimal täglich gemolken werden. Drei Monate wird Elli hier leben, zusammen mit zwei Neuelplerinnen. Juhu! Hey, Joko, sind da. Hey, Joko, super. Sind wir da, klasse. Heute Nacht noch sollen Ellis Mitelplerinnen eintreffen. Aber uns fallen nach der langen Fahrt von Hupsis Hütte hierher die Augen zu. Am nächsten Morgen sind wir dafür früh auf den Beinen. Eine der beiden Neuen ist auch schon auf. Caroline aus München. Sie wird unsere Dreharbeiten akzeptieren, Teil unseres Films aber möchte sie nicht sein. Beim Frühstück ist auch Juliane dabei. 29 Jahre alt, Hebamme aus Berlin. 100 Euro am Tag zahlen die Bauern für die Neuen. 130 bekommt Elli. Und dann müssen wir ausmachen, wer Stall macht und wer Melkische waschen tut heute Abend. Bevor in einer Woche die Kühe kommen, müssen erst viele Kilometer Zäune gezogen werden. Manche fahren weg. Das ist schon jedes Jahr eine Herausforderung, mit zwei Anfängern auf die Alpe zu gehen. Weil die haben ja keine Ahnung, wie gezäunt wird und wie es ablaufen soll. Und das ist schon für mich eine gewisse Anspannung. Das sind zwei Weiden. Das untere Stück, das kriegt einen Extrazaun, das ist ein extra Stromkreis für den Stafel, wo die Kühe reinkommen. Also da bei dem verkrüppelten Baum da unten, da fange jetzt ich an, Pfosten zum Stecken. Ja. Und Caro fängt an, Band zu spannen. Okay? Okay? Kannst nichts falsch machen. Das Abenteuer beginnt. Juliane sucht kein Alpabenteuer. Hinter ihr liegen 3 Jahre Ausbildung zur Hebamme in der Charité. 6 Kreissäle, 3.400 Geburten pro Jahr. Danach 3 Monate Prüfungsstress am Stück. Zum Ausbildungsende ist sie völlig ausgebrannt. Ich hoffe, dass es mir viel gibt, die Zeit hier. Und dass sich vielleicht auch was verändert und dass sich vielleicht vieles einfach klärt mit mir. Dass ich genug Raum und genug Zeit habe, einfach irgendwie wieder frei von allem zu werden, was um mich rum gerade so sich begonnen hat aufzulösen. Dass sich da was Neues öffnet, dass ich klarer werde auch in dem, was ich machen möchte, wo ich hingehen will. Auch hinter Berlin als Wohnort steht ein Fragezeichen. Also ich wohne jetzt seit ungefähr 7 Jahren in Berlin. Also die Stadt ist mir einfach viel zu groß und es gibt viel zu viele Menschen und viel zu viele kaputte Menschen auch und viel zu wenig Natur. Also das, was man jetzt hier halt hat. Genug Zeit und Raum haben zur Klärung von Lebensfragen. Ist die Alp dafür der richtige Ort? Elli kann das gut einschätzen. Das Zäunen wird kaum Zeit lassen. 3 Tage, 4 Tage Minimum. Das sind große Flächen, die da gezäunt werden. Und das ist schon ein sehr steiles Gebiet und das braucht dann schon Zeit. Und man muss sich eben auch erst ans Gebiet gewöhnen, an die Hänge gewöhnen, an die Steigungen gewöhnen, an die dünnere Luft gewöhnen. Also das braucht ein paar Tage, bis man wirklich angekommen ist. Der Körper ist zwar da hier in Obergästeln auf der Alpe, aber ja, die Seele braucht noch ein paar Tage, bis sie angekommen ist, wirklich. Ja. Elli? Ja. Futter ist fertig. Ja, ich komm, ich hab's, gell? So, ich hab Hunger. So. Also ich fange jetzt mal an. Ja.
Ah, die ist Daddy. Achso, das ist so dein Platz, oder? Yes, hier. Ja, komm, ich sind hier. Jetzt oh, die ist die allerliebste. Merci. Zum kurzen Kennenlernen haben sich die drei nur einmal getroffen, im letzten Winter. Sie hoffen, dass es hier oben gut laufen wird zwischen ihnen. Wir sind schon so alt. 90 Tage teilen sie jetzt ein Zuhause, die Mahlzeiten und ihre Zeit. In Deutschland, da gibt es deinen Arbeitsplatz, da musst du hinfahren, machst deine 8 Stunden Arbeit und dann fährst wieder nach Hause und dann hast dein Privatleben. Und hier gibt es mehr oder weniger kein Privatleben. Arbeit und Leben ist eins. Da kommt jetzt noch ein Holzpfosten für die Linie und dann geht's da unten dann weiter. Noch 4 Tage zäunen, dann kommen die Tiere. Der kommende Mittwoch wird auf jeden Fall sehr aufregend werden, denke ich. Also wenn die Kühe heraufgetrieben werden, einfach weil auch die Bauern dabei sind, weil es 70 Kühe sind. Wir zu dritt 70 Kühe hüten und die Kühe auch ganz aufgeregt sein werden. Zurück im Nationalpark Berchtesgaden. Hubert geht Enzianwurzeln ernten. Enzian-Schnaps herstellen, heißt es, sei echte Knochenarbeit. Bei der Idylle um uns herum halten wir Hubert einfach nur für einen Mann im Glück. Der satte Geruch von Erde und Bergwiese. Wir atmen tief durch und schauen neidisch zu. Ich möchte jetzt nie sagen Neid, aber die meisten Leute sehen natürlich nicht, dass das Arbeit ist. Die meisten Leute sagen schon eher, du hast einen Job, das ist ein Leben. Ne? Aber es ist ein Leben, aber du musst das auch leben. Wenn du das nie lebst, also ich kann jetzt nie sagen, ich gehe in der Früh um 7 in die Arbeit und gehe um 5 Uhr heim und mache dann, was ich mag. Das ist ein Vollzeitjob. Tagesziel 50 Kilo. Hubert spürt die Anstrengung in der dünnen Luft. Noch mehr spürt er den Stolz, eine Tradition zu bewahren. Das denkt, dass das schon 400 Jahre gemacht wird. Immer wieder. Und immer wieder wächst er noch. Ernten ohne zu sehen. Das ist genial, oder? Kannst du nicht einfach was aufhören, was schon 400 Jahre lang machen? Das wäre ein Fehler. Ne, wenn er reich geworden ist, doch wahrscheinlich nie einer damit. Aber vielleicht zufrieden. Ne? Und zufrieden ist Hubert auch, wenn er abends ungestört und niemanden störend auf seinem Lieblingsinstrument üben kann. Zurück in der Schweiz, Anfang Juli. Heute bringen 5 Bauern ihre Herden aus dem Gomser Tal herauf zu den 3 Damen auf die Alpe Grimsel. Für Elli Grund zur Freude, für Caroline und Juliane ist Lampenfiebertag. Der ist schon spannend, der ganze Tag. Schon von morgens muss alles vorbereitet werden und das Milchgeschirr muss dann vorbereitet werden. Und die Bauern kommen dann vor der Melkzeit. Es gibt einen kleinen Gottesdienst vorher. Der Pfarrer segnet die Alpe, die Tiere, die Hirtinnen und das Gebiet. Ja, und dann wird gemolken.
Jetzt vom Viren zum Gottesdienst. Wo sind meine Kolleginnen? Juliane und Caroline haben Prüfungsangst, weil die Bauern ihnen beim ersten Melken auf die Finger schauen werden. Als Christen glauben wir, dass Gott der Herr der Welt ist. Darum bitten wir um den Segen Gottes für die Erde und alles, was sie uns schenkt. Dann vergiss nicht, deinen Gott für das prächtige Land zu loben. Nimm dich in Acht und vergiss deinen Gott nicht. So wollen wir im Namen Gottes diese Segensfeier beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Neuen mussten vor ihrem Albantritt ein dreiwöchiges Melkpraktikum absolvieren. Sonst hätte Elli sie nicht genommen. An dem Tag, als die Kühe kamen, also der Tag an sich war total aufregend, weil endlich das passieren sollte, worauf wir irgendwie so lange gewartet haben. Das Melken, der Ablauf war ja einfach ein ganz anderer als den wir kannten von den Höfen, auf denen wir vorher Praktika gemacht haben. Und ja, ich habe halt vieles, was die Bauern eben gesagt haben, einfach überhaupt nicht verstanden. Das hat es halt ein bisschen schwieriger gemacht und die Aufregung nicht gerade gemindert. Aber ansonsten habe ich mich einfach gefreut, dass jetzt was Neues passiert und war gespannt, einfach, dass was passieren wird. Nach dem Melken nimmt Elli sich Zeit, ihre Herde zu begrüßen. Und es ist, als kehre sie zurück zu ihrer Familie. Ah, hallo, Fiora. Wie geht's? Alte Dame. Hallo, hallo. Fiora, bitz Kretzeler, wie wär's? Ja, Fiora, feine, gell, das ist doch gut. Das mag doch Frau Kuh. Hallo, Bella. Grüß dich. Hübsche Tochter der Buschi. Und jetzt müssen wir Chefin begrüßen. Hallo, Vereiner. Du bist schon unsere Allerbeste, gell? Du bist unsere Allerbeste. Hallo, Vereiner. Schön, dass du noch mal da bist. Ich habe das Gefühl, dass auf der Alp zu sein, das macht den Menschen schon charakterstark. Und man muss auch sehr charakterstark sein, um mit den Kühen umzugehen. Das merken die Kühe sofort, ob jemand schon mit Tieren gearbeitet hat oder eben nicht. Also das spüren die Kühe. Also die spüren die Ausstrahlung, die ein Mensch hat. Und die Ausstrahlung, die kommt eben von der Tätigkeit auch, der jahrelangen Tätigkeit mit dem Vieh. Wir werden wiederkommen, wenn die Hirtinnen mit ihrer Herde zur höheren Alpe auf 2200 Meter umgezogen sind. Und wir sind gespannt, ob Julianes Wunsch, ihr Leben hier oben neu zu ordnen, in Erfüllung gehen wird. Dem Morgen ein Ständchen und einen Alpschrei. Dann beginnt ein typischer Tag in Huberts wunderbar einsamer Welt. Ehefrau, Tochter und Sohn müssen derweil so zurechtkommen. Ja, es ist schon eine sehr egoistische Sache. Also, wenn das Ganze zu lang dauern würde, würde man sich mit der Familie im Tal auseinanderleben. Das steht ganz fest. Und darum ist vielleicht das ganz gut, dass der Herrgott das so eingerichtet hat, dass das eben nur die Zeit dauert, dass der Sommer nicht länger ist, dass das dann wieder vorbei ist. Der bittersüße Duft der Enzianwurzeln, die ewig gleichen Handgriffe, all das gibt Hubert ein Gefühl des Friedens und der Sicherheit.
Gegen Mittag wird eingeheizt. Nach 3 Wochen ist die Maische soweit. Zeit zum Schnapsbrennen. Aus 150 Litern der trüben Brühe werden bis zum Abend 5 Liter eines exklusiven Klaren. Bis der Funtensee-Enzian nach der Lagerung im Buchenfass in die Flasche kommt, werden weitere 7 Jahre vergehen. Was wirklich gut werden soll, braucht viel Zeit, sagt Hubert. Wenn genug Feuer unterm Kessel ist, wird für Stunden nur das Knistern und Knacken der brennenden Scheite zu hören sein. Zeit für Hubert, weiter an seinem Roman über sein Leben auf dem Berg zu schreiben. Bis vor einigen Jahren hat er kaum ein Buch gelesen. Erst die Einsamkeit hier oben hat ihn zum Schreiben gebracht. Als mich damals nach Wochen jemand besuchen wollte, stellte ich mich tot. Ich schloss die Tür und tat so, als wäre ich nicht da. Jetzt war schon so lang keiner da, da brauche ich den auch nicht mehr. Ich wartete, bis der Mann wieder abzog und war anschließend von mir erschüttert. Einsiedelei, Angst vor dem Fremden. Seine Ruhe haben wollen, einen Gruß, das Gespräch vermeiden. Das war ich, kaum zu glauben. Anfang August. Der frühmorgendliche Auftrieb zum Melken ist geschafft. Elli, Caroline und Juliane sind inzwischen höher hinaufgezogen, zu frischeren Weidegründen. Nach über einem Monat hat sich der tägliche Rhythmus eingependelt. Juliane hat sich von der Alpe Muße und Zeit zur Besinnung versprochen. Tatsächlich lief es am Anfang nicht so gut für sie und die anderen. Also die ersten 3 Wochen, die waren echt richtig anstrengend. Da hatte niemand Zeit für sich eigentlich. Irgendwie sind wir oft aneinander geraten und wir hatten einfach unglaublich viel zu tun. Also früh um 4 sind wir aufgestanden, haben die Kühe geholt, also haben die Kühe gemolken. Und danach sind wir zum Hüten gegangen bis nachmittags um 2 oder 3 und haben dann kurz was gegessen, haben wieder angefangen zu melken. Und nach dem Stall sauber machen, sind wir halt wieder zum Hüten losgezogen bis 9:30 abends und dann ins Bett gefallen. Also es war schon ein bisschen hart. Auf der Alpe Grimsel wird zusammengearbeitet, aber selten zusammengesessen oder gar gefeiert. Man hat sich aufeinander eingespielt und ist sich doch fremd geblieben. Mir ist es nicht so wichtig, dieses Gemeinschaftliche. Also das Zwischenmenschliche ist das Schwierigste für mich hier auf der Alpe. So mit den Kühen kann ich gut und mit den Weiden kenne ich und das Gebiet kenne ich und die Bauern kenne ich. Und, ja, und die Zwischenmenschlichkeit mit den neuen Leuten ist immer die größte Herausforderung im Sommer. Einen Luxus gibt es hier oben. Eine Hütte für sich allein alle paar Wochen. Juliane ist dran und sie zieht gerne um in die Villa Solo. Es sind halt auch 2 starke Frauen, die da noch so wirtschaften. Es war halt schon echt anstrengend, also richtig anstrengend. Also immer wieder sich seinen Raum zu schaffen und eben die eigenen Grenzen auch zu setzen und zu gucken, wo man eigentlich selbst steht. Wir setzen da, getrennte Raum für eine Zeit.
auf der Kuhalpe von oben auf sein Leben schauen möchte, dem bietet das stundenlange Hüten der Tiere mehr als genug Zeit und Raum dazu. Dachten wir. Aber das liebe Vieh hat Caroline und Juliane in den ersten Wochen auf Trab gehalten und oft an den Rand der Verzweiflung gebracht. Also ich wusste überhaupt nicht, in welche Richtung die laufen, wo ich mich überhaupt hinstellen muss, damit die irgendwo hinlaufen. Man kann da eben viel rumbrüllen und rumhopsen, aber irgendwie gehen die trotzdem nicht dahin, wo man die gern hinhaben möchte. Hey! Hey! Also dadurch, dass die Füße das auch nicht gewohnt sind, dass man irgendwie einen ganzen Tag lang Berge hoch und runter rennt, habe ich einfach total geschwollene Knöchel gehabt und Blasen unter den Fußsohlen und konnte einfach nicht mehr laufen irgendwann. Hey, und vorwärts, Ali, komm, Ali. Also es ging tatsächlich einfach nicht mehr und das war auch eine Grenzerfahrung. Aber es geht trotzdem, man kann trotzdem über seine Grenzen gehen. Das fand ich toll zu erfahren. Ich glaube, dass mich das auch einfach stärkt. In dem, was ich tue. Ellie kommt seit 9 Jahren auf die Alpe Grimsel. Ihr Hütestil ist ein ganz anderer. Er lässt Zeit zum Lesen und Sinieren. Und er funktioniert. Ja, das macht die Erfahrung aus. Ich habe das früher ganz anders gemacht, die Kühe gehütet. Ich war immer ganz nah dran und habe sie gelenkt und getrieben. Und jetzt lasse ich sie hochfressen. Und das ist eine ganz andere Art. Also ich lenke sie einfach durch meine Anwesenheit. Und Ellie hat Joy zum Hütehund ausgebildet, damit Frauchen und Hund sich die Lauferei aufteilen können. Herrschaftszeit, was machst du denn? Joy, nachgehen, Bella. Buschi, du auch? Wir drehen alle um. Retour. Die Berge, die haben Ähnlichkeit mit dem Meer oder mit dem Ozean einfach, weil ja, da hat man auch die Weite und den fernen Blick und die Gipfel um einen rum. Der Blick, der ist Nahrung für die Seele, für meine Seele. Wieder am Fundensee. Um 4 in der Früh stolpern wir in die Dunkelheit. Ist in Sichtweite des Watzmann nahe Berchtesgaden aufgewachsen. Länger fort war er nie. Dennoch verzaubern ihn die Berge, so wie sie ihn als Kind schon verzaubert haben. Ja, es ist schon was Schönes, wenn man die Welt erwachen sieht von einem Berg aus. Du stehst als erstes in der Sonne. Unten ist noch alles im Schatten und im Nebel. Und du wärst frei. Direkt zu Füßen des Viehkogels die Brennhütte und der Fundensee im Morgennebel.
das ist ein besonderer Platz, weil da sehe ich, wenn bei mir unten die Sonne aufgeht. Und dann schaue ich runter und sage, schlaft er noch? Dabei sitzt er da herum. Zu mir hat mein Vater einmal gesagt, wie ich kleiner Bub war, an einer ähnlichen Stelle wie hier, das ist deine Heimat und das merkst du dir. Und das habe ich mir gemerkt. In 3 Stunden wird Hubert wieder Schnaps brennen. Glücklich über einen weiteren Tag Leben pur. Fast 2 Monate ist Hebamme Juliane jetzt auf der Alpe. Wir finden sie nach längerem Suchen auf 2300 Meter Höhe. Ihr Leben ist entspannter geworden, denn die Hälfte der Kühe ist trächtig und muss nicht mehr gemolken werden. Heute ist auf jeden Fall schon echt ein besonderer Tag. Es ist sehr schön und auch total toll zum Hüten. Einfach hier oben zu sein und immer höher zu gehen und die Aussicht zu genießen. Das große Krankenhaus, die 6 Kreissäle, die Anonymität der Großstadt, das ist alles weit weg und kommt doch schon wieder näher. Ich glaube, ich werde das hinterher ganz schön vermissen, dieses Draußensein. Mal gucken. In Berlin wollte ich wirklich nie so richtig sein und kann mir auch mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, dahin zurückzugehen. Caro und ich haben schon gescherzt, dass wir wahrscheinlich so einen Resozialisierungshelfer irgendwie brauchen, um wieder klarzukommen. Ich merke hier, dass ich ganz viel Energie bekomme. Irgendwie durch diese Ruhe und durch die Arbeit. Und in Berlin habe ich das Gefühl, ich gebe nur Energie ab die ganze Zeit. Und das möchte ich nicht mehr. Es macht kaputt. Mich kaputt auf jeden Fall. Ende September werden wir ein letztes Mal herkommen und schauen, ob Juliane hier oben Entscheidungen für ihr weiteres Leben getroffen hat. Ende August. Zu kurz war die Zeit. Der Sommer beginnt spät und endet früh am Fundensee. Rechtzeitig vor dem ersten Schnee bereitet Hubert alles zur Abholung vor. An die 500 Liter Enzian-Schnaps wird der Hubschrauber zu Tal fliegen. Der wird dann in Buchenfässer umgefüllt und 7 Jahre lagern. Abschied fällt eigentlich immer schwer, weil wenn man jetzt davon ausgeht, ich war jetzt da ein Vierteljahr und habe in der Hütte gewohnt und gearbeitet. Und jetzt, wenn man es dann verschließt, die Fensterläden zumacht und geht dann weg, hat das schon jetzt mal wieder ein komisches Gefühl. Wenn ich wieder gehe, dann ist das genauso, als wenn ich nie da gewesen wäre. Bis auf die paar Wurzeln, die wo kurz umgelagert worden sind. Aber sonst ist, ich hab dann praktisch eigentlich keine Spuren hinterlassen. Da wo wir Kram haben, das ist nächstes Jahr wieder grün, da sieht kein Mensch mehr was. Und ich war eigentlich gar nicht da. Und das, glaube ich, ist so allgemein für ein Leben vielleicht keine schlechte Einstellung, dass man vielleicht ein Leben führt, und nicht zu viel Schaden anrichtet für die Allgemeinheit und für die Umwelt.
Auch die Auszeit auf der Alpe Grimsel geht zu Ende. Das letzte Mal Kühe in den Stall treiben, das letzte Melken vor dem Almabtrieb. Die Tiere werden auf Hochglanz gestriegelt und Elli ruft ein letztes Mal in der Sennerei an. Alte Grimsel, guten Morgen, Sandy. Ich lasse dir die Milch laufen. Alles klar, bis später. Ciao. Ich freue mich auf den Abtrieb. Also das ist das Ende von der Alpzeit und ich bin froh, dass es zu Ende ist. Es ist sehr herbstlich hier inzwischen und ich freue mich jetzt auch wieder auf zu Hause in Kleinkötz. Und ja, ich freue mich, die Bauern zu sehen, den Kühen den Bauern wieder zu übergeben und stolz zu sein, einen guten Sommer ohne großen Unfall gehabt zu haben. Während Caroline die Muttertiere auf einem anderen Weg ins Tal treibt, genießt Juliane den letzten Tag und ist stolz, die Alpe geschafft zu haben. Es ist eine tolle Erfahrung, wenn man eben gern in den Bergen ist und wenn man gern mit Tieren umgeht. Und es ist gut, um zu sich selbst zu finden. Also es sind, haben sich so ein paar Vorstellungen von meinem Leben, die haben sich durch die Alpe, glaube ich, noch mehr geprägt. Also ich weiß jetzt mehr, oder noch deutlicher, sehe noch deutlicher, was ich halt irgendwie machen will, was ich nicht machen will, wo ich hin will. Inzwischen hat Juliane Berlin den Rücken gekehrt und ist in eine kleine Stadt gezogen, um dort in einem Geburtshaus als Hebamme weiterzuarbeiten. Und Elli? Nächstes Jahr ist mein 10. Sommer und ich habe schon vor, den 10. Sommer voll zu machen. Also ich könnte es mir nicht vorstellen, im Sommer im Zuhause zu bleiben. Also ich mache das jetzt schon so viele Jahre und es ist für mich schon ein Teil meines Lebens geworden, den Sommer auf der Alpe zu verbringen. In einigen Stunden werden Juliane und Elli auf Caroline und den Rest der Herde treffen. Dann geht es zusammen ins Dorf. Dort bekommen die Bauern ihre Kühe zurück und die drei Älplerinnen ihr neues, altes Leben. Von oben auf das eigene Leben schauen, um verstummte Töne wieder zum Klingen zu bringen. Tagträume? Immer mehr Menschen verlassen für eine Weile ihren Alltagstrott und suchen ausgerechnet dort nach Selbstverwirklichung, wo das Leben besonders hart sein kann. Auf Hütten und Almen in den Hochalpen. Auf geht's! Einen Sommer begleiten wir drei Menschen, die sich eine Auszeit in den Bergen nehmen. Weiter geht's. Vorwärts. Vorwärts. Juliane, die Hebamme aus Berlin, ist Alpenneueinsteigerin. Zwischen Melkstand und Tagweide hofft sie auf Einsichten für ihren weiteren Lebensweg. Elli ist mit Hündin Joy schon das 9. Mal in Folge hoch oben. Und Hubert genießt seine ganz persönliche Auszeit alle 7 Jahre. Elfriede Reidingers Berufsalltag beginnt morgens um 5. Die Mutter eines erwachsenen Sohnes wohnt mit Hündin Joy in einem kleinen Dorf, nicht weit von Ulm. Seit 9 Jahren arbeitet sie in einer Großgärtnerei.
Hubert Ilsanker, verheiratet und Vater zweier Kinder, wohnt im Berchtesgadener Land. Er ist seit 20 Jahren Angestellter in einer Schnapsbrennerei. Und in aller Herrgottsfrühe muss auch er los. Unser Alltag besteht überwiegend aus Wiederholungen. Ein Tag ist wie der andere. Oft geht es müde zur Arbeit. Dann gilt es, den Job irgendwie zu meistern, so gut es geht. Dazu die vielen Verpflichtungen. Kinder müssen großgezogen, das tägliche Brot verdient und die Raten abbezahlt werden. Elfriede Reinigers Arbeit ist anstrengend. In ihrer Verantwortung liegt die tägliche Zusammenstellung bestellter Ware. Termindruck ist die Regel, besonders zu Pflanzzeit in Frühjahr und Herbst. Wenn ich dann am Abend heimkomme, dann gehe ich gerade mit meinem Hund noch spazieren, mache mir was zum Essen und dann ist der Tag gelaufen. Dann muss ich mich auch ausruhen, denn dann brauche ich Reserven für den nächsten Tag, sonst packe ich die Woche nicht. Von Herbst bis Frühjahr ist Hubert Ilsanker der Mann für alles in einer Berchtesgadener Schnapsbrennerei. Er muss die Abfüllanlage bestücken, Filter wechseln, Flaschendeckel und Etiketten nachladen, wenn nötig auch Maler- und Holzarbeiten erledigen. Da unten ist halt alles mit Stempeluhr und zeitlich alles abgegrenzt. Ist halt eine ganz gewöhnliche Arbeit wie in einer anderen Firma auch. Und oben am Berg, da macht man was Besonderes. 7. Juni. Diesen Tag hat Hubert herbeigesehnt. Wir sind unterwegs auf dem Königssee. Ein Forstarbeiter bringt Hubert ans andere Ufer. Vor ihm liegen 3 Monate Einsamkeit. 3 Monate ohne Familie, hoch oben im Nationalpark Berchtesgaden. Ich lasse jetzt eigentlich die Welt zurück. Das ist das letzte Motorengeräusch, was ich da höre jetzt. Ne? Dann gibt es das nicht mehr jetzt für ein paar Wochen. Ne? Und das ist das Schöne, dass ich eigentlich, wohin gehe jetzt, das, wo eigentlich wenig die Chance haben in unserer Gesellschaft, dass sie sich mal für ein paar Wochen von dem ganzen Klabauk verabschieden. Ne? Das ist schon genial. Aber die Eli Hupsi, gell? Komm gut rauf. Ich hoffe. Wir gehen raufgehen, rauf, Schnapszeit für dir, gell? Bin gespannt. Servus. Ein Ausstieg auf Zeit, weit weg vom Alltag. Wer träumt nicht davon? Aber nur wenige tun es. Meist scheint das Netz von Abhängigkeiten und Verpflichtungen, das wir um uns gesponnen haben, viel zu eng geknüpft. Hubert hat Glück. Im Sommer ist er Deutschlands letzter Bergbrenner. Denn neben der modernen Schnapsfabrik im Tal unterhält seine Firma rund um den Königssee noch 4 historische Brennereien. Nach der Schneeschmelze wird eine von ihnen geöffnet und dann macht Hubert Schnaps. Nach stundenlangem Aufstieg ist der Fundensee erreicht, über 1600 Meter hoch. Am Fuße des steinernen Meeres ist Hubert der einzige Mensch weit und breit. Ja, wenn die Beeten gelüftet haben und alles trocken ist und der Ofen einmal warm ist, dann bist du erst richtig herum. Man hört, ist ja das eigentlich eine unappetitliche, klamme, kalte, verlassene Hütten.
an der Hütte liegt, kommt erst zum Leben, wenn er mal eingeharzt ist. Und dann kommt sie bei uns an, diese Stille. Sie tritt an unsere Seite wie ein schönes fremdes Wesen, ungewohnt noch, aber lang vermisst. In der Früh wird es dann doch noch mal sehr laut. Der Hubschrauber fliegt an und bringt Werkzeug und Verpflegung für die nächsten 3 Monate. Dafür nimmt Hupsi, wie ihn seine Freunde nennen, einen letzten Krach gerne in Kauf. Jetzt wird es wieder ruhig in den Bergen, so wie es gehört, ne? Kaum ist der Hubschrauber weg, ist die wundervolle Stille zurück. In der Zeit, wo du herum bist, vergisst du die andere Welt da unten. Weitgehend. Ich meine, ich habe Familie, da denkt man dann schon oft dran. Und man hat außenrum nur die Natur und die Arbeit. Ich habe keine Anreise, ich brauche nicht ins Auto. Kein Telefon, total unerreichbar, Leben pur. Am Nachmittag geht Hubert los. Mal gucken, wie weit der Enzian dies Jahr schon raus ist. Wir aber müssen runter vom Berg und weiter in die Schweiz. In 2 Wochen wollen wir zurück sein und schauen, wie es Hupsi geht. Kanton Uri, Ende Juni. Hündin Joy hat es nicht mehr weit. Es geht hinauf auf den Foka-Pass und von dort direkt ins Wallis. Die Schweizer Bergwelt, für Elli ihr zweites Zuhause. Ja, Heimatgefühle, Sommergefühle, wunderbar, wunderbar. Und gestern habe ich meinen Garten noch fertig gemacht mit dem Gefühl, ja, ich gehe jetzt 3 Monate weg und komme dann wieder im Herbst und habe mich so gefreut, 3 Monate weg zu sein von Verkehr und Straße. Ich habe schön zu Hause, aber trotzdem freue ich mich, 3 Monate in der Schweiz auf der Alp verbringen zu können. Ellis Ziel ist die Alpe Grimsel, gelegen auf 1900 Metern im Gomser Tal. 70 Kühe kommen diesen Sommer hinauf. Sie müssen von früh bis spät gehütet und 2x täglich gemolken werden. Drei Monate wird Elli hier leben, zusammen mit 2 Neuelplerinnen. Juhu! Hey, Joy, komm. Sind da. Hey, Joy, super. Sind wir da? Klasse. Heute Nacht noch sollen Ellis Mitelplerinnen eintreffen. Aber uns fallen nach der langen Fahrt von Hupsis Hütte hierher die Augen zu. Am nächsten Morgen sind wir dafür früh auf den Beinen. Eine der beiden Neuen ist auch schon auf. Caroline aus München. Sie wird unsere Dreharbeiten akzeptieren, Teil unseres Films aber möchte sie nicht sein. Beim Frühstück ist auch Juliane dabei. 29 Jahre alt, Hebamme aus Berlin. 100 Euro am Tag zahlen die Bauern für die Neuen. 130 bekommt Elli. Und dann müssen wir ausmachen, wer Stall macht und wer Melkische waschen tut heute Abend. Bevor in einer Woche die Kühe kommen, müssen erst viele Kilometer Zäune gezogen werden. Manche fahren weg.
das ist schon jedes Jahr eine Herausforderung, mit zwei Anfängern auf die Alpe zu gehen. Weil die haben ja keine Ahnung, wie gezäunt wird und wie es ablaufen soll. Und das ist schon für mich eine gewisse Anspannung. Das sind zwei Weiden. Das untere Stück, das kriegt einen Extrazaun, das ist ein extra Stromkreis für den Stafel, wo die Kühe reinkommen. Also da bei dem verkrüppelten Baum da unten, da fange jetzt ich an, Pfosten zum Stecken. Und Caro fängt an, Band zu spannen. Okay? Kannst nichts falsch machen. Das Abenteuer beginnt. Juliane sucht kein Alpabenteuer. Hinter ihr liegen 3 Jahre Ausbildung zur Hebamme in der Charité. 6 Kreissäle, 3.400 Geburten pro Jahr. Danach 3 Monate Prüfungsstress am Stück. Zum Ausbildungsende ist sie völlig ausgebrannt. Ich hoffe, dass es mir viel gibt, die Zeit hier. Und dass sich vielleicht auch was verändert und dass sich vielleicht vieles einfach klärt mit mir. Dass ich genug Raum und genug Zeit habe, einfach irgendwie wieder frei von allem zu werden, was um mich rum gerade so sich begonnen hat aufzulösen. Dass sich da was Neues öffnet, dass ich klarer werde auch in dem, was ich machen möchte, wo ich hingehen will. Auch hinter Berlin als Wohnort steht ein Fragezeichen. Also ich